Bonjour, Bertie, und herzlich willkommen zu diesem Top-Secret-Video. Ich war am Wochenende auf einem Kongress, also auf einer Messe, so gesehen, und durfte an zwei Duftneuheiten schnuppern, die noch total geheim sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, wunderbar, ich teile diese Secret-Information direkt mit meiner Community. Spaß beiseite, aber ernst, ich durfte keine Fotos machen, ich durfte keine Videos machen, weil das halt einfach wirklich top neue Releases werden, die dieses Jahr rauskommen. Und warum habe ich entschieden, mit euch darüber zu sprechen? Weil ich gerade so von diesem Designer-Part die letzte Zeit einfach brutal enttäuscht war, ja. Es gab einfach für mich kaum neue Designer-Releases, wo ich mir dachte, boah, Hammer und gefällt mir. Und von diesen beiden war ich einfach brutal positiv überrascht. Also die Düfte haben mir super, super gut gefallen. Deswegen macht euch zum einen Secret Nummer 1 gespannt auf Hugo Boss. Tatsache. Also für mich, ich weiß nicht, Hugo Boss, vor allem Boss Bottled, ist ein Duft, der mich schon seit Jahren in der Form begleitet, dass mein Onkel einfach ein absoluter Hugo Boss Fan ist, ja. Und ich deswegen immer mal wieder an den Neuheiten gerochen habe und die Düfte kennengelernt habe und mir halt immer noch so denke, ja, es sind halt Klassiker, unverkennbar, kennt man, eher kennt man. Und war für mich so, ah ja, okay, next. Und dann war ich eben auf diesem Stand und da wurden so die letzten zwei Hugo Boss Bottled Varianten präsentiert. Und dann habe ich an der dritten Flasche, an der ganz dunklen Flasche gerochen. Und habe sofort mein Handy rausgezogen und dann kamen sie schon direkt angelaufen. Nein, nein, bitte keine Fotos, der ist noch ganz neu, den gibt es jetzt noch gar nicht. Und mich hat sofort eine Duftwolke von süßer, sexy Verführung irgendwie umhüllt. Ja, also gar nicht so für mich jetzt persönlich diese typische Boss Bottled DNA, dieses klassisch Designer-Maskuline. Sondern es war wirklich leicht gourmandig. Ich hatte so diesen Tonkabohnen-Vibes irgendwie für mich in der Nase und habe sofort mir jemanden geschnappt und aufgesprüht auf den Arm und habe da dran gerochen. Und habe gesagt, ja, riecht wirklich lecker. Also das ist ein Release, das kann ich euch nur ans Herz legen, da mal drauf zu warten und da dran zu schnuppern und so vielleicht mal wieder ein bisschen ja, in die Designer-Richtung auch zu gehen. Die zweite Überraschung war für mich Tom Ford. Es wird dieses Jahr einen neuen Tom Ford-Duft geben, der für mich nicht nur vom Duft, sondern auch vom Flakon her eine wahnsinnige Überraschung war. Denn ich könnte mir vorstellen, dass er dass er einfach in die Signature-Kollektion mit reinkommt, weil er einfach dieses Geriffelte auch hatte, wie man es zum Beispiel vom Black Orchid Flakon kennt, aber er war halt etwas breiter und etwas tiefer, aber nicht ganz rund wie zum Beispiel der Metallic oder so, sondern da wieder etwas flacher. Also fast so ein Zwischending und er war einfach rosa, transparent rosa. Und es ist definitiv eine Rosenkombi, aber für mich kam er so ein bisschen rose, zart, lieblich und dann aber sehr kontrastreich mit was würzig, pfeffrigem. Fand ich mega spannend, hat mich sofort abgeholt in dem Moment und ich habe mir nur gedacht, ja, mein liebster Tom Ford nach diesen zwei Cherry-Flauten, die jetzt so als letztes rausgekommen sind, habe ich mir gedacht, da wurde es auch wirklich mal Zeit, dass er wieder zeigt, was er kann. Also blöd gesagt, ich weiß nicht, wie ihr über die Cherry-Kollektion denkt, über Cherry Smoke zum Beispiel, also einfach über die zwei letzten, die rausgekommen sind. Lasst es mich super gerne mal in den Kommentaren wissen, aber für mich waren sie einfach vor allem zu dem Preis wirklich eine Enttäuschung. Angehängt an einen Hype, der für mich einfach nicht funktioniert hat und ich denke oder ich empfinde das einfach so, dass mit dem neuen Duft Tom Ford mal wieder so richtig gezeigt hat, was er kann oder vor allem was ihn ausmacht, weil das ist wieder für mich der Inbegriff von Unisex, ja, also er kann das einfach, finde ich, so sensationell, dieses Feminine und dieses Maskuline so kontrastreich ineinander laufen lassen. Ich habe ja auch schon in dem Video Fast X, also mein Duft-Review zu Fast X sozusagen, habe ich gesagt, also Jason Momoa wäre definitiv in dieser Rolle, die er gespielt hat, Tom Ford. Und ich finde, da passt dieser Duft einfach
super optimal hin, ja, also perfekt. Und da freue ich mich wieder richtig drauf, weil ich mir dann einfach gedacht habe, jawohl, sie können es halt doch auch noch. Und es muss nicht immer nur Nische sein, aber ja, was soll ich euch sagen? Ich will jetzt gar nicht hier diese Diskussion entfachen, Designer versus Nische. Aber für mich war das einfach eine sehr positive Überraschung. Und deswegen habe ich mir gedacht, teile ich doch mein Secret mit euch, damit auch ihr euch mit mir gemeinsam vorfreuen könnt auf die neuen Releases, die dieses Jahr kommen werden. Haltet die Augen offen. Ich bin gespannt, wer es als erstes mitkriegt und wer es als erstes findet. Macht gerne direkt ein Foto und markiert mich drauf. Ich bin schon wahnsinnig gespannt. Und bis dahin sage ich Küsschen aufs Nüsschen. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Top Secret aus der Branche.